Moin! Moin! Wir zeigen euch Sebastian Fitzek Safe House, das Würfelspiel vom Moses Verlag. Letztes Jahr ist ja schon, oder war das vorletztes Jahr? Safe House, das große Spiel? Schon 2 Jahre her, glaube ich. Kann sein. Da ist ja das große Brettspiel rausgekommen. Das hatte eher so einen Kartenmechanismus und war mit Zeitdruck. Genau. Zeitdruck ist nicht so meins. Meint auch nicht. Und das Würfelspiel ist mega. Also ich finde es ganz toll gelöst. Genau, hier gibt es den Zeitdruck nicht in real, sondern nur in Form von immer mal wieder geht der Verfolger vor. Auch hier müssen wir nämlich entkommen vor einem Verfolger und das Safehouse rechtzeitig erreichen. Es ist wieder kooperativ. Ja. Aber jeder hat sein eigenes Blatt, auf dem er Dinge eintragen muss. Aus der Ferne sehen sie alle gleich aus, aber die farbigen Felder auf dem Blatt sind alle unterschiedlich angeordnet, damit die Aufgaben, die die Spieler nämlich alle gleichzeitig theoretisch bewältigen können, unterschiedlich sind. Es geht darum, die Felder auszufüllen. Wenn eine Zeile komplett ist, dann steht dahinter eine Zahl auf einem Pfeil und das sind Schritte, die wir vorgehen können. Aber nur der Einzelne, der gerade diese Zeile erfüllt hat. Richtig, wir haben so einen Weg, da müssen wir dann mit einem Stift markieren, wo wir sind und jeder geht für sich voran und wenn nur einer von den bis zu 4 Mitspielern gefangen genommen wird, dann haben wir alle verloren und erst wenn wir alle im Safehouse sind, haben wir gewonnen. Richtig. Der Würfelmechanismus ist denkbar einfach. Die Gruppe einigt sich vor einem Würfelwurf, mit welchen und mit wie vielen Würfeln gewürfelt wird. Genau, aber dieses Einigen ist nicht unbedingt immer einfach. Das ist nämlich das Clevere. Man muss echt überlegen, was für Würfel man wirft, wie viele von welcher Farbe, denn nach dem Wurf musst du alle gleichfarbigen Würfel addieren. Das heißt, wenn du niedrige Werte haben möchtest, weil das Blatt das vorgibt, dann sagst du, ich will aber nur mit einem blauen Würfel werfen und einen anderen, ich brauche mal einen hohen blauen Wert, dann muss man sich schon einigen, was man macht. Genau. Glücklicherweise haben wir noch weiße Würfel dabei, das sind sozusagen Jokerwürfel, die dann nicht einzeln benutzt werden können, sondern nur optional mit einer anderen Farbe zusammen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, der eine würde sagen, ich brauche klein blau und der andere würde sagen groß blau, dann könnte man sich überlegen, ob man dann halt auf jeden Fall weiß mitwürfelt, sodass man dann vielleicht beide zufriedenstellt und der eine relativ kleine Zahl und der andere eine doch deutlich größere Zahl bekommt. Genau, der weiße Würfel darf nämlich von jedem Mitspieler unterschiedlich benutzt werden. Leider hat jeder Würfel auch ein Verfolgersymbol statt einer 6. Also 5 ist die höchste Zahl, die man würfeln kann. Jedes Verfolgersymbol lässt den Verfolger einen Schritt bewegen. Ist also auch immer noch eine Menge Glück dabei, aber es soll ja auch Nervenkitzel dabei sein. Und wir können die Würfel immer nur einmal benutzen und dann gehen sie erstmal zur Seite und raus. Und wenn wir keine Würfel mehr übrig haben oder wenn wir finden, dass es zu wenig Würfel sind, dann entscheiden wir uns gemeinsam, die Würfel wieder zurückzuholen. Und dann passiert Folgendes, dann schauen wir alle auf unseren Blättern, wie viel unvollständige Zeilen wir noch haben. Und derjenige, der die meisten davon hat, bestimmt, wie viele Schritte der Verfolger vorgeht in dem Moment, wo wir die Würfel zurückholen. Genau, aber er bestimmt es nicht willkürlich, sondern die Anzahl der Zeilen, die er hat, ist die Schrittzahl, die der Verfolger vorgeht. Das heißt, nicht an zu vielen Baustellen gleichzeitig arbeiten, sonst ist man ganz schnell eingeholt. Wir haben noch ein paar kleine Bonusfelder. Wir können uns zum Beispiel als Gruppe entscheiden, dass der Verfolger dieses Mal nicht vorrückt. Oder wir können uns als Gruppe entscheiden, alle die Würfel nochmal zu werfen. Dann ist für uns alle dieser Bonus aber vertan. Und jeder hat abhängig von der Spieleranzahl gegebenenfalls noch einen individuellen Bonus und zwar die Würfelfarbe eines Würfels zu ändern. Und da ist es dann auch so, dass die anderen, für die bleibt der Würfel natürlich gleich. Also das macht man dann halt nur für sich, dass ich jetzt sage, diese gelbe 4 ist jetzt eine rote 4 und für alle anderen ist es aber immer noch eine gelbe. Man darf in einer Zeile die einzelnen Felder in beliebiger Reihenfolge ausfüllen, aber sie müssen ansteigen. Ja. Also von links nach rechts müssen sie immer größer werden oder gleich bleiben. Mhm. Das war auch schon bei dem Kartenspiel, so mit den Karten. Das ist teilweise ein Problem,
wenn man sagt, wie viele Würfel benutzen wir und welche Würfel benutzen wir. Nein, ich müsste damit eine neue Zeile anfangen und so weiter. Es bleibt viel Interaktion zwischen den Spielern bei der Auswahl der Würfel. Und das ist wirklich das Alleinstellungsmerkmal dieses Spiels, dass man nicht einfach immer ein gleiches Set an Würfeln hat, sondern wirklich entscheidet, welche nimmt man und gemeinsam überlegt, was ist sinnvoll. Genau. Wenn man zu viele Würfel gleichzeitig würfelt, muss man sehr schnell die Würfel wieder zurückholen und dadurch geht der Verfolger immer häufiger vor. Also auch das ist ein Faktor, den man bedenken muss. Also wir haben schon alle möglichen Variationen probiert, wie wir die Würfel auswählen und so. Das ist tatsächlich eine spannende Geschichte und wir haben auch schon ein paar Mal tatsächlich versagt und wenn wir das hier bei uns im Café auf die Tische legen, das klappt selten beim ersten Mal. Ja, also es ist durchaus sehr schwer. Ja. Also sehr, sehr gelungene Umsetzung von Fitzek Safe House. Dieses Mal mit einem sehr cleveren Würfelmechanismus, voll kooperativ, sehr interessant und sehr spannend. Ja, für 1 bis 4 Spieler. Man kann es auch alleine spielen. Genau. Und dauert 20 Minuten maximal. Und eine wunderschöne Packung, wie man das von Moses so kennt. Dieses hier ist jetzt eine Klapppackung. Also schon schön gemacht. Ja. Das war Sebastian Fitzek Safe House. Nervenkitzel für unterwegs, der Untertitel. Ja, man kann sie ja mitnehmen und die Würfel in der Box dann haben. Von Moses.